Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play, wenn nicht. Ja Leute, weiter geht's an dieser Stelle. Ich glaube, ich hatte letzte Folge gesagt, dass ich jetzt erstmal den Hörbelist hier schnell fertig machen will. Also machen wir mal fix hier die Priorität nach oben. Denn die Gesundheit, das sieht überhaupt nicht gut aus mit 2,5 Herzen. Ich weiß auch nicht, wann die dann anfangen zu sterben. Ich will sie aber auch ehrlich gesagt nicht rausfinden, was die Gesundheit angeht. Oh, die Bahn ist ja schon fertig. Das ist ja nett. Guck mal. Das geht auch schön schnell. So, natürlich ist dann erstmal das nächste Ziel, die Trading Post fertig zu bekommen. Da hoffen wir, dass dann ganz schnell ganz viele Merchants kommen, die uns Saatgut anbieten. Weil wir brauchen Saatgut. Ich glaube, wir haben nicht mal Saatgut für Bäume. Wir können ja dann gleich mal nachgucken. Das kostet ja nichts. Aber ich kann ja mal, ich schau mal eben gleich nach hier. Machen wir einfach mal so. Ist ja egal. Nee, können wir auch nicht machen. Also das ist echt nicht schön. Ist wirklich nicht schön. Reiß ich den Spaß erstmal wieder weg hier. Hat ja sowieso nichts gekostet. So, Hörbelist ist fertig. Dann machen wir erstmal zwei Leute hier rein. In der Hoffnung, dass jetzt bald die Gesundheit wieder ein bisschen nach oben geht. Das wäre sehr, sehr angenehm. Woodcutter ist am Limit. Ich werde aber die Woodcutter erstmal auf 200 lassen, oder? Ne, wir machen mal... Ich lasse den erstmal auf 200. Ich werde ihn dann ab dem Moment nach oben machen, sobald wir eine Forester Lodge gebaut haben. Und dann muss ich mir jetzt überlegen, wo ich die hinsetzen will. Also hier, wie gesagt, will ich alles voll mit Häusern machen, ne? Also diese ganze Zunge. Das heißt, hier kommt keine Forest Lodge in Frage. Ich kann aber schon mal sagen, dass sie bitte auch den Spaß hier wegreißen sollen. Ja. So. So. Hier auch noch, bitte. Hier auch noch. So, das hätten wir. Hier würde ich am liebsten dann den Gatherer weiterbauen. Also noch ein Gatherer, noch ein Jäger und so weiter in diesem ganzen Gebiet. Hier könnte man vielleicht eine Forester Lodge hinsetzen. Hier könnte man eine Forester Lodge hinsetzen. Und hier genauso. Da müsste ich aber jeweils dann immer eine Brücke bauen. Aber ich meine, eine Brücke muss ich so oder so dann hier mal rüber bauen. Dass wir hier eine Forester Lodge machen und wenn es dann hier weitergeht, können wir ja dann gucken, ob wir dann hier das Agrargebiet hinsetzen oder ob wir das dann hier hinsetzen. Das weiß ich noch nicht. Aber ich würde das ja schon jetzt gerne alles so bauen, dass es dann vielleicht jetzt am Anfang noch ein bisschen suboptimal ist, weil die Wege sehr lang sind, aber später dann, wenn ich mich mehr ausgebreitet habe, passt das dann. Also dann haut das dann halt hin. Dann muss ich das dann nicht später dann wieder nachjustieren oder nachändern. Ich denke, das kann nicht so schlecht sein. So, Trading Post ist auch bald fertig. Wie sieht's denn aus jetzt hier? Hörps, hörps, hörps. Haben wir noch gar keine. Wahrscheinlich werden die einfach nur sehr schnell verbraucht. Ich werde mal eben noch so ein kleines Storage-Ding hier hinsetzen. Hier haben wir ein Buttonhaus, okay. Dass sie noch ein bisschen flexibler das Zeug abladen können, ohne jetzt hier Bäume abzureißen am besten. Hm. Machen wir hier eins hin. Das können wir ja später auch wieder wegmachen. Machen wir hier eins hin. So, muss ja nicht groß sein. Dann machen wir hier noch eins hin. Irgendwo, dass ich jetzt keine Bäume abreiße. Ganz klein nur. Hier haben wir keinen Baum abgerissen. Hier reißen wir einen Baum ab. Das ist okay. Frage mich dann, welchen Baum die jetzt hier abreißen. Ist ja gar keiner. Na egal. Passt schon. So, baut mal das Ding fertig, bitte. Und wir haben einen Laborer dazu bekommen, wieder großartig. Blacksmith können wir eigentlich erstmal... Nee, Werkzeug haben wir wirklich genug. Werkzeug haben wir wirklich genug. Und das Schöne ist dann mit den Herbs, wenn die dann irgendwann nicht mehr verbraucht werden. Momentan wird wahrscheinlich der Bedarf sehr hoch sein, schätze ich einfach mal. Könnt ihr mal gucken, 24, 39, aber dann wird doch bestimmt auch wieder ein bisschen nach unten gehen, oder? Ich meine, den Leuten geht es so beschissen. Aber wenn wir dann wieder Überschuss haben, können wir davon ja auch hin und wieder mal was Gutes ertraden, was nicht so verkehrt ist. Aber bislang benutzen die das ja gar nicht. Wundert mich gerade ein bisschen. Hat zehnfaches eingestellt. Hm. So, unsere Trading Post ist fertig. Ja, dann lassen wir die erstmal fertig sein und gucken, bis der erste Merchant kommt. Ich glaube ja, es kommt auch ein Merchant, wenn ich hier keinen eingestellt habe. Oder? Muss ich einen eingestellt haben, damit einer kommt? Ich glaube nicht. Ich lasse das erstmal so, wie es ist. Währenddessen können die mal noch das ganze Zeug hier abholzen und so. Die Laborer haben noch genug zu tun. Wir können mal einen Bilder weniger machen. Zwei reichen erstmal nur für die zwei Häuser hier. Und ich meine, vom Essen sieht es ja ganz gut aus. Wir haben 3000 Nahrung. Ich denke, zwei weitere Häuser, das dürften wir erstmal noch decken können. Bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich. 35. Also Herbst werden doch verbraucht auf jeden Fall. Oh, guck mal, wir haben auch schon wieder drei Herzen. Also die Herbst bringen da auf jeden Fall gut was. Ich meine, vorhin hatten wir noch 2,5 Herzen gehabt. Dann geht es ihnen jetzt schon wieder ein bisschen besser. Gut Leute, dann setze ich jetzt hier mal einen kleinen Cut und sobald wieder was Interessantes passiert, sehen wir uns dann wieder sozusagen. Spätestens wenn ein Merchant dann kommt. Ne? Also, bis gleich. Vielleicht ist dann auch das Haus hier fertig. Dumm. Wie die Tiere, direkt rein hier.
So Leute, die zwei Häuser sind abgeschlossen. Hier sind sie schon eingezogen, das habt ihr ja vorhin auch, glaube ich, noch gesehen. Und haben auch schon das erste Kind gezeugt, was mich freut. Und hier sind sie auch schon eingezogen, wenn auch bald noch Kinder dazukommen. Großartig. So gut, ich werde jetzt mal gucken, dass wir jetzt wirklich die erste Forester Lodge bauen, weil sobald ich die habe, kann ich dann auch das Limit dann hier für Woodcutter erhöhen. Ich habe halt nur Angst, dass ich irgendwie, dass sie alles an Holz, was wir haben, in Feuerholz umwandeln und wir dann keine Brücken mehr bauen können. Und wir bauen hier wirklich viele Brücken. Deswegen mache ich das jetzt erstmal. Ich setze jetzt erstmal die Straße bis hierhin. Bis hierhin. Und dann müssen wir jetzt mal gucken. Also ich würde jetzt hier die erste Forager Lodge hinbauen wollen. Die Straße geht bis hierhin. Ja. Können sie hier rübersetzen, könnten aber auch so hier machen. Ich glaube, ich setze die so hier. Das wird mir irgendwie besser gefallen. Dann ist es irgendwie schön gerade. Wenn. Dass die das Ding erstmal fertig bauen, dann geht der Weg hier lang. Ja, setz mal den halt so an, das ist auch okay. So. Und dann Forester Lodge. Ist natürlich jetzt erstmal ein bisschen ungünstig, weil das so weit weg ist, aber wie gesagt, später haben wir hier alles vollgebaut. Und ich plane halt jetzt schon ein bisschen voraus. Ja, wir haben doch hier einen Weg schon hingesetzt. Irgendwie, normal hat man hier dann nur einen schönen roten Strich. Hat er den nicht gesetzt, den Weg? Das kann natürlich sein, dass ich den nicht gesetzt habe. Probieren wir es nochmal. Wieso fallen denn hier eigentlich Bäume um? Ich weiß es nicht. Also unsere Leute sind es auf jeden Fall nicht. So, ich mach den Weg jetzt mal ein bisschen. Geht nicht. So, jetzt muss es aber gehen. So, jetzt haben wir ihn endlich gesetzt. Wunderbar. So, Forester Lodge, bam bam bam. Hier. Und jetzt habe ich den roten Strich, dass ich das hier ordentlich machen kann. Dann setzen wir die einfach mal. Einfach mal hier hin, würde ich sagen. So, hätten wir. Dann kann ich den, huch, das wollte ich gar nicht, kann ich ihn gleich mal aufgeben, dass sie das ganze Eisen und so abbauen sollen. Oder habe ich das schon gemacht? Guck mal eben. Nee, habe ich noch nicht gemacht. Also, Steine. Bitte alles abbauen. Ja, machen wir gleich ein bisschen rüber. Und Eisen genauso. Das wird natürlich jetzt ein bisschen länger dauern, weil die auch erstmal die Brücke fertig bauen müssen. Aber das wird schon. Wir werden hier wirklich richtig, richtig viele Brücken bauen, Leute. Das wird wirklich heftig. Weil ich mal testen will, ob das funktioniert. Straße, Straße, Straße. Ob man auch so eine große Brücke bauen kann. Leute, das ist mal richtig cool. Also wir werden definitiv dann noch ganz große Brücken bauen. Das machen wir auf jeden Fall. So, und es werden neue Kinder geboren. Wir haben jetzt schon 22 Einwohner, also es wird so langsam. Wie sieht's denn aus? Essen 3800. Ich habe mir auch noch einen Fischer hier reingehauen, das wieder voll ist, in der Leerstelle. Da baue ich dann, glaube ich, mal gleich noch ein, zwei Häuser, oder? Also ein Haus kann man noch bauen. Beziehungsweise ich setze wahrscheinlich hier erstmal noch ein Haus hin. Nehmen die Forester Lodge. Direkt daneben. So hier. Hätten wir. Und die Brücke ist ja bald fertig. Ne? Und dann könnt ihr hier schon loslegen und dann können wir auch Bäume dann endlich abbauen. Und dann kann ich auch das Limit für den Woodcutter dann nach unten machen. Ja, nicht nach unten machen, sondern weiter erhöhen dann. So. Gut, Leute. Ich frage mich noch gerade, es kommt kein Merchant. Muss ich wahrscheinlich doch einen einstellen, ne? Weil sonst dauert das nicht so lange. Ich werde mal hier einen reinhauen. Weil es kann sein, dass doch erst immer ein Händler kommt, wenn hier mindestens einer eingestellt ist. Machen wir das einfach mal. So, die Brücke ist fertig. Na gut. Dann machen wir den Rest hier bitte noch weiter. Aber ich denke, es ist auch ganz gut, dass ich ein Haus hingebaut habe. Ich überlege nur gerade, ob ich dann hier auch einen Stockpile hinsetzen will. Wahrscheinlich setze ich einfach direkt daneben wieder einen Woodcutter, oder? Das würde da am meisten Sinn machen dann. Dass er das immer direkt hinbringen kann. Ich baue da trotzdem mal so einen Stockpile hin. Noch einmal. Wir haben das Haus hin. Muss ja nicht so groß sein. Machen wir 3x4. So. Ja, drei Bäume müssen wir wegmachen. Es sind so viele Bäume und die können sie ja überall neu dann pflanzen, wenn sie die Steine weggemacht haben. Das passt schon. Und dann würde ich wahrscheinlich dann den nächsten Woodcutter dann direkt daneben dann setzen, dann später. Das hat mir eigentlich am besten gefallen. Gut, Leute, dann wird es wahrscheinlich erstmal wieder einen kleinen Cut geben. Und sobald wieder was passiert, geht's weiter. Ich denke, bald dann spätestens, wenn mal endlich ein Merchant dann kommt und wir hoffentlich dann Saatgut kaufen können. Das wäre nämlich echt mal wichtig. Wobei, guck mal, wir haben 4 Herzen mittlerweile, ne? Also, das, der Herbalist hat gut was gebracht. Na gut, schauen wir mal. Merchant ist da. Ich habe mal übrigens hier noch ein Haus hingebaut, weiß ich nicht, einfach damit hier noch ein Haus ist. Einfach weil ich das irgendwie schöner finde. Vielleicht, wenn das aufgebaut ist, sind die vielleicht dann auch ein bisschen schneller, was das hier angeht. Und wenn ich dann hier noch einen Woodcutter hinsetze, dann kann der nur fast auch hier einziehen.
Auf jeden Fall Merchant ist da und er bietet Pierseeds an. Ich habe jetzt schon ein bisschen rumprobiert. Wir kommen nicht wirklich auf die 2500. Also wir würden das schon hinbekommen. Das Problem wäre dann aber, dass wir dann kaum noch Feuerholz haben und auch kaum noch Steine hätten und so weiter. Deswegen werde ich das erstmal lassen. Ich meine, unsere Gesundheit ist auf 4 Herzen. Das ist erstmal okay. Ich werde aber jetzt eine Bestellung aufgeben. Dass ich dann das nächste Mal, wenn ich dann mehr Feuerholz habe und so, dann wirklich Saatgut kaufen kann. Aber ich meine, wir haben 4 Herzen, das ist erstmal in Ordnung. Da sammeln wir jetzt aber lieber noch ein bisschen. Ne? Wir nehmen einfach am besten mal wieder Weizen. Kartoffeln hätte ich auch Lust. Was habe ich noch? Kirschen habe ich Lust und Äpfel habe ich Lust. Machen wir einfach mal so eine gesunde Mischung. Kohl habe ich keine Lust. Lass mal einfach mal so. Dann machen wir mal das Mist. Ich hoffe ja, dass er das dann trotzdem vorbeibringt. Ah, hier muss ich noch, bring das mal jedes Mal mit erstmal. Das Mist. So, weiter geht's. Also, es ist wirklich so, ne? Man muss hier immer einen Typen eingestellt haben, ansonsten kommt kein Merchant vorbei. Zumindest hatte ich jetzt so den Eindruck gehabt, weil das hat ja davor wirklich sehr, sehr lange gedauert plötzlich. So, das Haus ist bald fertig. Brauche ich dann gleich noch ein zweites Haus? Wir haben 4400 Essen mittlerweile. Hier sind alle voll, ne? Ich glaube, hier ein Haus hinbauen könnte auch nicht schaden. Irgendwo noch. Aber ich will halt nicht so viele Bäume jetzt hier abreißen. Ich baue mal hier noch ein Haus hin. Das ist noch halbwegs zentral. Beziehungsweise kommen die dann hier auch noch besser hin. Machen wir das einfach mal. Das ist halt wirklich alles schon jetzt ein bisschen größer im Rahmen geplant, wie ich das jetzt hier versuche umzusetzen. So, das Haus ist fertig. Ziehen auch direkt welche ein und die müssten aber doch dann... Ja, wobei das Woodcutter und Teacher leider nur. Ja, der Weg ist schon ein bisschen weit. Der Weg ist wirklich schon ein bisschen weit. Ich glaube ja, es würde Sinn machen, hier noch ein paar Häuser hinzubauen. Also die brauchen ja so unglaublich lange, weil die Wege einfach so unfassbar lange sind. Und die laufen immer rüber, haken dann hier zweimal drauf und dann gehen sie wieder zurück. Ich baue mal hier noch ein paar Häuser hin. Ich meine, wir haben mittlerweile 5000 Essen, ne? Also das kann ich mit gutem Gewissen machen. Ich bin vielleicht sogar ein bisschen zu vorsichtig hier. Machen wir hier mal den Weg weiter. So. Und das nämlich extra so gebaut, das Haus, dass wir da noch einen Weg da lang machen können. Und jetzt machen wir hier mal noch, dann mache ich gleich mal 4 Häuser. Ne, ich mache 2 Häuser erstmal. Das ist okay. Sollen sie das erstmal fertig bauen, dann werde ich mal die Priorität, hochsetzen davon. Und hier kann ich die irgendwie wieder niedrig machen. Ist egal, ich lasse das einfach so, wie es ist. Passt schon. Weil mir dauert das gerade alles ein bisschen zu lange, muss ich ehrlich sagen. Dauert wirklich alles gerade ein bisschen lange. Und das, obwohl ihr das nicht mal angucken müsst, ne? Aber ich sitze jetzt hier schon seit 5 Minuten und beobachte, wie ein Hansel hochläuft, hack, und wieder zurückläuft. Also, nicht so toll. Ich glaube, so im Nachhinein betrachtet, vielleicht hätte ich die Forester Lodge, vielleicht sollte ich dann die nächste erstmal hier oder hier hinbauen. Vielleicht sogar direkt hier hin. Ich kann immer gucken, ob das sich irgendwie überschneidet. Wie weit geht denn der Radius von dem Jäger und so weiter? Der Gatherer, den habe ich ja hier hingesetzt, ne? Also ich denke, wir können mit gutem Gewissen dann hier irgendwie eine Forester Lodge hinsetzen und das würde dann nicht so lange dauern. Und das glaube ich, das mache ich dann gleich als nächstes. Ich glaube, das mache ich jetzt gleich schon mal. Das dauert wirklich ein bisschen lange. Also machen wir mal. Wenn ich die hier hinsetze, das ist auch schon wieder so weit weg, aber hier sind wenigstens Häuser in der Nähe. Hier sind wenigstens Häuser in der Nähe. Können sie halt auch hier hinsetzen. Aber ich meine, hier sind ja auch Bären und so. Hier kann ich auch mit gutem Gewissen den Gatherer dann hinplatzieren eigentlich. Aber mir gefällt es fast besser trotzdem, das hier hinzusetzen, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich mache das jetzt auch. Machen wir so hier. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil die jetzt zwei hier gleichzeitig bauen müssen. Ja, ich könnte den Weg ja so hier machen. Ist okay. Ich kann auch so hier machen. Mach mal so. Und so hier. Und dann noch hier bitte ordentlich verbinden. Hätten wir. Und guck mal hier, wie schnell sie da plötzlich hinlaufen können. Das ist wirklich besser, weil das nicht so weit ist. Das ist wirklich besser. Das dauert ja einfach viel zu lange. Das dauert wirklich viel zu lange. Aber irgendwann ist es da auch fertig und wie gesagt, das sind jetzt sowieso die Positionen, wo ich die dann noch später hinbauen würde. Von daher kann ich das jetzt auch schon machen. Das ist ja okay. So Leute, kann endlich weitergehen. Es war übrigens ein Merchant da gewesen, aber der hatte wieder nur Unsinn dabei. Forester Lodge ist endlich fertig. Und ich habe hier noch ein paar Häuser hingesetzt. Beziehungsweise die Häuser sind jetzt ja auch endlich fertig geworden.
Das Haus ist auch fertig. Und jetzt müsste es ja eigentlich gut abgehen. Ich habe ja auch schon mal 3 Leute reingehauen. Jetzt müssen wir endlich wieder an Holz kommen, Leute. Das Problem ist nämlich auch, dass langsam das Feuerholz ein bisschen knapp geworden ist. Ich werde mir auch eben hier, habe ich schon überall nur gemacht. Okay, das passt dann erstmal. So, dann müssen die unten, das Forester Lodge können sie ja auch noch fertig bauen. Dann setze ich dann überall dann eine Woodcutter daneben und dann können wir richtig schön Feuerholz sammeln und dann haben wir Material, womit wir dann zu behandeln können. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Essen 4000, muss man jetzt ein bisschen im Auge behalten, da jetzt ja doch einige Häuser dazugekommen sind. Und wir haben jetzt immerhin schon 29 Einwohner und das wären jetzt nicht weniger, das wären nicht weniger. Ah, hier ist schon wieder so einer, der das ganze Haus besetzt, sowas nervt mich immer ein bisschen. Hier genauso, das ist doch scheiße, Alter. Ach Gott, naja gut, aber ich meine, mal gucken. Das ist ein bisschen blöd, weil wir haben unsere demografisch gesehen sind wir doch ziemlich alt in dem Dorf, weil ich einfach sehr langsam Häuser gebaut habe. Hier ist es ziemlich voll. Ja, das ist doch scheiße hier, so ein Rentnerpaar. Die zeugen halt keine Kinder mehr. Genauso. Ne, ich hab einfach zu langsam Häuser gebaut, daran wird es vor allem liegen. Haben wir überhaupt noch ein paar Kinder? Nicht, dass wir dann. Ja doch, wir haben noch ein paar Kinder. Nicht, dass wir nur noch alte Leute haben. Das wäre ein bisschen ungünstig. Das wäre wirklich ein bisschen ungünstig. Ich überlege gerade, baue ich jetzt noch mehr Häuser? 4700 Essen. Ich meine, wir haben halt immer noch kein Saatgut, das dürfen wir halt nicht vergessen. Ne? Ich glaube, ich baue mal noch eine Fischerhütte. Das kann sowieso nicht so schlecht sein. Hier. Könnten wir eigentlich direkt daneben setzen. Oh, wir bauen die hier erstmal hin, weil hier haben wir schon ein paar Häuser. Die irgendwie so hier machen. Oh, das würde sogar gehen. Cool. Machen wir sie hier hin. So. Und dann würde es sich langsam doch lohnen, dann hier noch irgendwann hier ein Storage irgendwo hinzusetzen, auf jeden Fall. Kann ich vielleicht auch jetzt schon machen, muss ich mal gucken. So hier. Ein Jäger könnte man hier vielleicht trotzdem platzieren. Hier dann vielleicht irgendwo. Muss ich mal gucken. Hier sind doch ein paar Tiere unterwegs auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich baue hier jetzt noch ein Storage hin. Weil der Wagen, der ist auch immer voll. Die hauen immer schon die ganzen Sachen immer direkt daneben. Ich mache das jetzt mal. So, dass das ungefähr in der Mitte ist von dem Fischerding und von dem Fischerding. Und dann ist es auch zentral, wenn dann hier alles voll mit Häusern ist. Das ist nicht so schlecht. Ich meine, später will ich ja auch noch Marktplatz bauen, aber Marktplatz ist mir erstmal noch zu teuer. Kostet ja wirklich ziemlich viel. Wobei, wir könnten uns den schon leisten. Ich glaube, ich baue jetzt hier einen Marktplatz einfach rein. Nehmen die Schule direkt vielleicht. Will ich das? Aber bevor ich jetzt hier anfange mit ihr Lagerhaus zu bauen, gefällt mir das, glaube ich, fast besser. Ja, und der ist auch ziemlich zentral eigentlich, kann man sich nicht beschweren. Bau den jetzt hier hin, Leute. Gucken wir mal, was das wird. Die frieren, das ist überhaupt nicht gut. Woodcutter ist eingestellt, scheiße. Dann sollte ich ja vielleicht erstmal jetzt noch einen Woodcutter bauen. Ah nee, das Problem ist eigentlich eher, dass wir kaum Feuerholz, dass wir kaum Holz haben, würde ich eher denken. Ich hau mal hier noch einen rein. So. Mach mal ein Bilder weniger, dass wir jetzt einen Laborer haben. Blacksmith brauchen wir erstmal nicht. Haben wir 2 Laborer. Trader ist okay, einer. Ne, können wir eigentlich. Ja, nee, den lasse ich mal drin, falls. Wir brauchen momentan eigentlich keinen Merchant. Wir können das uns sowieso jetzt noch nichts leisten. Nehme ich ihn auch erstmal wieder raus. Ich überlege noch, ob ich noch ein paar Häuser baue. Jetzt bauen wir noch ein paar Häuser, Leute. Wir haben immer 5000 Essen. Also, solange das mehr wird. Baue ich hier noch eins hin? Das würde sogar hier hinpassen. Na, dann machen wir das mal. Und dann tendiere ich ja fast dazu, hier irgendwie ein Haus hinzubauen, auch schon für den Forester hier. Vielleicht hier einfach hin. Einfach, dass es ein bisschen verteilt ist. So hier würde gehen. Machen wir das mal. Würde vielleicht ja noch nicht ganz so lange dauern, bis es aufgebaut ist, weil das ist jetzt auch nicht so weit weg hier. Ich werde auch mal hier noch so ein Stockpile hinsetzen. So. Oh, hier muss man hin. Auch mal hier einfach. So. Ja, 2 Bäume müssen sie wegmachen, das ist okay. Also es ist, ich glaube, das Dorf ist jetzt schon von den Ausmaßen, von der Größe her zumindest, fast breitflächiger gebaut als mein letztes mit über 100 Einwohnern. Aber wir haben dann so schön viel Platz, also wenn das dann einmal läuft, können wir dann hier so Gas geben und das Ding wirklich riesengroß machen. Natürlich, was heißt Gas geben, also müssen natürlich auch wieder super aufpassen. Aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Also wir haben ja wirklich schön Platz, um uns hier auszubreiten dann. Weiß nicht, ob das so klar war, jetzt hier schon Marktplatz hinzusetzen. Aber was soll's, ich meine, wir brauchen ja sowieso irgendwann mal einen. Und das ist, ein Marktplatz gehört auch hin, weil der einfach cool aussieht.
Und es ist halbwegs zentral dann, wie gesagt. Also auch wenn wir hier alles vollbauen und hier noch Häuser und so, dann ist das doch recht zentral, dieser Marktplatz. Und deckt ja doch ein gutes Gebiet ab. Haben doch die beiden Fischerhütten dann drinne. Beziehungsweise kann ich hier noch Fischerhütten bauen und hier und überall und das ist sowieso dann super. Ich meine, wir haben so viel Wasser hier um uns rum, das muss man ja wirklich auch ausnutzen. Das muss man ja wirklich nutzen. So, einer ist gestorben, weil zu alt ist, wird da direkt ersetzt von der Hetina. Okay. Aber wir haben nur noch 5000 Essen. Es dürfte jetzt auch nicht so lange dauern, bis wir dann 30 Einwohner haben, schätze ich zumindest mal. Also so 100% optimal ist es halt irgendwie trotzdem nicht. Aber das liegt wirklich daran, dass ich so groß gerade baue, glaube ich. Ah, guck mal, ist auch fertig. Nice. Aber wir haben zu wenig Leute. Wir brauchen mehr Häuser. Und dann brauchen wir wieder mehr Essen. Also ich kann da jetzt nicht noch mehr einstellen. Aber wir müssten jetzt, denke ich, wenn sich das jetzt verteilt, ist es vielleicht nochmal ein bisschen effektiver. Wir müssten jetzt eigentlich gut an Holz rankommen. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es. Also 3-4 mehr Einwohner hätte ich trotzdem gerade gerne. Aber ich meine, wir kriegen ja dann, wir haben ja schon 4 Students, also dürfte bald auch wieder was dazukommen. Hier leben überall nur alte Leute, das ist das Problem. Hier 73, 62, 66, 67. Die haben immerhin ein Kind gezeugt. Das ist ein junges Paar, so stelle ich mir das vor, so muss das sein. Schon wieder ein altes Pärchen, die werden wahrscheinlich auch keine Kinder mehr bekommen. Ey, wir haben fast überall nur alte Leute, das ist gerade ein bisschen problematisch. Weil ich einfach sehr langsam Häuser gebaut habe. Hier ist noch ein jüngeres Pärchen. Ne, ist kein Pärchen. Also, es kann durchaus ein Pärchen sein, aber Kinder kommen dabei nicht raus. Hm. Essen müssen wir auch aufpassen, 4800. Aber es lässt sich momentan ja auch noch leichter einschätzen, dadurch, dass wir keine Ernte haben. Ne? Und dadurch, mit der Ernte ist es immer ein bisschen schwieriger, weil das lange unten ist und dann erst gegen Herbst dann wieder nach oben geht. Momentan bauen wir ja wirklich alles, was Essen ist, immer ziemlich kontinuierlich letztendlich. Außer vielleicht Beeren und Pilze, die dann im Winter vielleicht nicht wachsen, aber ansonsten. Ja, das mit den Hausbesetzern, das nervt mich gerade ein bisschen. Aber ich denke, über die Zeit müsste sich das eigentlich wieder ausgleichen dann. Ein paar junge Leute haben wir noch, können wir einfach nur hoffen, dass die dann sehr aktiv werden. Dann müsste das eigentlich dann passen. Nicht, dass wir jetzt hier aussterben, weil die Leute zu alt sind. Habe ich ja gerade ein bisschen Angst davor. Naja, müssen wir einfach mal beobachten, müssen wir einfach mal gucken.